Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Fever Staffel Nummer 4 mit mir, dem Felix, hier auf Philips Gaming. Und heute habe ich mir erstmal als Plan gesetzt, mal die Wartburg und mit Eisenach zu verbinden und dann in Eisenach auch irgendwie mal ein bisschen den Bahnhof zu planen. Alter, WhatsApp, echt furchtbar. Ja, gut. So, Serpentin heißt das und wir nehmen da die Straßen für ohne Tramgleis. Alter, was will denn? Ja, ein andermal versuche ich das. So. Ich bin nämlich jetzt am Aufnehmen und da kann ich jetzt mich nicht um irgendeine Dropbox und sowas kümmern. Schwachsinn. Ja, Bäume. Oh. So, wir sind auf jeden Fall am Hang. Alter, die mal die Straße kommt. Und wir fahren immer eigentlich so steil, es geht nach unten. Ich will aber nicht zu tief in den Hang rein. Aber es geht halt nicht anders. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Gefällt mir. Und wenn es mir gefällt, ich bin nämlich nur so wählerisch. Zumindest noch nicht in diesem Spiel. So, wo müssen wir denn hin eigentlich? Ich wollte eigentlich so hier enden, aber da müssen wir auf jeden Fall mal hier irgendwo dann nochmal die Serpentine ohne Serpentine werden lassen und mal in die andere Richtung. Boah, das sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, wie man hoch zur Wartburg eigentlich kommt, da war ich noch nie. Ich kenne die eben echt nur von Bildern. So. Ja, so richtig wenden können wir nämlich nicht nochmal eigentlich. Wir müssen jetzt hier runter. Oder wir fahren dann. Ja. Wesentlich, wir müssen Meter gewinnen. Dabei immer steil bleiben. So. Jetzt kommen wir zu einer Möglichkeit zu wenden. Genau, und dann kommen wir auch wieder in die andere Richtung. Richtig. Ich weiß gar nicht, aber doch, Serpentin sind eigentlich schon Deutschland. Das ist schon. Gibt's bestimmt auch irgendwo. So. Ich guck immer darauf, dass der Pfeil wirklich so gerade nach unten zeigt. Ha, cool. Macht er nämlich wieder gerade noch nicht so, wie er soll hier. Jetzt bin ich nicht mehr so steil. Okay, wenn ich jetzt hier wieder runterfahre. Da kann man. Ah, da, gut, na, dann kann man jetzt hier doch schön raus. Ah, da macht er mir eine Brücke. Das mag ich eigentlich nicht so haben. Also können wir mal hier ein Stück gerade fahren. Scheiße. Wow, what the fuck? Ah, die Gerade ist scheiße. Wir sind da Liga. Na los, komm. So, können wir das gleich hier wieder ein bisschen ordentlich machen.
kannst. Also auf jeden Fall nicht sofort erkennen, dass hier mal die Straße lang ging. Irgendwas bleibt natürlich immer. So. Hoppala. Da sind wir. Wo muss ich hin? Ich muss nachher rüber. So. Und noch hier an der Industrie vorbei. Und dann schön hier im 90-Grad-Winkel hier rein. Sehr gut. Und jetzt möchte ich hier noch die Straße upgraden. Und dann hätten wir das. Spitzmäßig. Cool. Damit sind wir hier oben in auf der Wartburg und in Eisenach. Cool. So, und jetzt geht gleich nämlich Zwede los, weil geplant hätte ich den Bahnhof auf jeden Fall hier an dieser Hauptstraße. Und da ja hier schon überall Häuser sind, ginge der Bahnhof ja bloß jetzt hier außerhalb hin. Bahnhof. Eisenach ist ja auch bloß ein kleiner Bahnhof, der braucht man auch wahrscheinlich bloß einen eingleisigen. Da fahren wir weiter irgendwie nach Weimar. Da muss ich mir mal vielleicht mal was für Weimar noch überlegen, was man da hin machen kann. Was ja nochmal richtig geil wäre gerade, in Zwickau ein Trabantwerk. Irgendwelche coolen Fabrikhallen. Alter, das wäre so Oberhammer. Und in Weimar, was ist denn in Weimar? Keine Ahnung, muss ich mal googeln bis zur nächsten Aufnahme. Von hier wird man dann weiter nach Weimar fahren. Und dann wird hier irgendeine Hauptstrecke sein. Halberstadt, Weimar, Guben. So, ich wollte nach Bahnhof gucken. Eingleisig, ja, reicht doch der Kotze. Ja, scheiße, die Straße liegt einfach doof. So wäre sie besser. Gleise. Und der Bahnhof. Ist auch alles Kacke hier. Ich muss ja auch wieder über die Straße. Okay. Wenn das geht. In so einem Klemmbogen. Eis. Was kann man denn zu spitz bauen? Gab's da mal ein Update? Vor allem, weil es auch gut aussieht. Cool. Okay, dann habe ich jetzt keine Angst mehr vor dem Bahnübergang. So, jetzt müssen wir hier jeden durch. Da müssen noch mal ein paar Betriebe weichen. Warum habe ich denn eigentlich auch die ganze Zeit auf Pause? Das merke ich erst jetzt, wo ich überlege, auf Pause zu drücken. Auf Pause hatte ich gedrückt vorhin, als Folgenende war halt, von der letzten Folge. Ja. Hier kommen wir auch schön durch. Dann geht halt die Bahnstrecke hier so ein bisschen quer durch Eisenach. Wie liegt denn die? Oh, die macht zwar hier wieder so seltsam Buckel. So ein krumm Buckel, aber sonst geht's. Ich lass mir mal die Höhenlinien anzeigen. Ein Nordhaus liegt in der Rischen Grube. So ein bisschen hier schräg fahren. Aber ich habe ja den Bahnhof schon wieder hier. Obwohl, die gerade hätten wir ja beinahe sogar lassen können. Da kann ja dann irgendwas rangesetzt werden noch. Ein Depot zum Beispiel. Ich stehe ja immer erstmal nach unten. Ist halt eine Grube. So, Eisenau, ein bisschen
anvisieren. Nicht genug Platz. Kacke. Kann man jetzt hier nicht gerade so schön drüber fahren zwischen den Zweien? Oh, vielleicht müssen wir ja auch bloß die Straße updaten. Das kann ja auch sein. So, jetzt nochmal. Nicht genug Platz. Ja, das wird halt zu der Kreuzung sein. Wie liegen die Gleise? Jetzt erst gucken natürlich. Ja, die gehen halt hier in die Kurve und dann wieder hier hinten hoch. Ja, jetzt verkraften. Kommen dann Häuser hin. Dann sieht man es eh nicht mehr. Jetzt fahren wir hier mal. Ja, wir müssen ja langsam hier Richtung Eisenau. Und da hatte ich gedacht, hier irgendwie so durch diese Wälder. Mal gerade bauen, das geht ja hoch. Das rastet ja jetzt auch ein bisschen ein, wie. Noch rum? Ja, okay, mal mit so einem Einschnitt ist auch zu leben. Ja, wenn es jetzt hier oder nach unten geht. Eine Brücke lässt er mich noch mehr. Alter! Gefällt mir, ne? Mal neu auswählen. Jetzt. So, wo haben wir jetzt hier die Gleise? Dort. Okay. Schau einfach mal geradeaus. Lässt sich doch nicht ändern, wenn das der beste Weg ist. Den Hügel hier hoch, dann fahren wir geradeaus. Das sieht aber doof aus. Wie sieht das aus? Besser? Wie liegen denn die Gleise? Ja. Ja. Damit ist die Eisenbahnverbindung nach Eisenau von Nordhausen gelegt. Und die Straßenverbindung ist hierauf zugemacht. Und da weiß ich auf jeden Fall, was wir in der nächsten Folge machen. Nämlich hier mal ein bisschen Betrieb drauf bringen auf die Straßen und auf die Schienen, schätze ich mal, auch irgendwie. Darum würde ich denken, das war's für die Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und dann sage ich mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.